Hallo, mein Name ist Kurt Treffke. Ich bin Bürgermeister in der wunderschönen Gemeinde Bötersen. Was macht das Leben in der Gemeinde Bötersen so besonders? Wir bestehen aus drei Orten, aus Jährhof, Hüpperhöfen und Bötersen. Wir verstehen uns als eine Gemeinschaft. Wir haben jetzt das Motto, drei Dörfer, eine Gemeinde, unsere Zukunft, gewählt und danach leben wir. Wir wollen mehr Bürger einbinden und wir haben uns in diesem Wettbewerb ganz klar in den Fokus gestellt. Wir beschäftigen uns mit den Bürgerinteressen vor Ort als erstes und dann gucken wir unser Ort in der Gemeinschaft. Und durch diese Offenheit in diesen Projekten haben wir halt sehr viele Bürger aktivieren können. In Summe haben über 200 Leute in den einzelnen Arbeitsgruppen mitgemacht, weil sie sich mitgenommen gefühlt haben. Somit haben wir halt viele Menschen eingebunden und jeder hat gesehen, er kann aktiv mitgestalten und bewegen. Und unser größtes Projekt, was wir haben, ist unser Dorfladen, der entstanden ist, neben ganz vielen anderen Projekten. Wir haben eine gesunde Mittagspause mit der Schule, mit dem Kindergarten. Wir haben aber auch einen offenen Mittagstisch vereinbart, um eben halt hier jung und alt zusammenzuführen. Wir tun was für Bienen mit einer Gruppe, die sich mit dem dörflichen Grün beschäftigt. In Summe aufzählen kann ich gar nicht alle, aber alle haben was dazu beigetragen. Im Rahmen der Dorfentwicklung entstand ein Dorfladen für die Versorgung mit Dingen und Diensten des täglichen Bedarfs. Das ist eine herausragende ehrenamtliche Tätigkeit und Leistung, die dem Leitbild Schaffung einer generationengerechten Zukunft in einer intakten Landschaft mit guter Lebensqualität von Bürgern für Bürgern sehr gerecht wird. Der Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft hat uns allen bewusst gemacht, wie wertvoll unser Dorfladen im Zentrum ist. Hier kommen Menschen zusammen, die gemeinsam Perspektiven entwickeln und umsetzen. Seit dem Wettbewerb gibt es ein Naturschutzprojekt, mit dem neuer Lebensraum in Sand, Moor und Heide für Libellen, Amphibien und Wildbienen geschaffen wurde. Statt standortfremder Fichten und zahlreicher Birken entwickeln sich wieder eine moortypische Vegetation. Im Dorf wurde am Rummel-Deist-Weg eine Streuobstwiese mit 28 Obstbäumen angelegt. Für uns stand nicht im Vordergrund, dass wir gewinnen. Wir haben uns mit uns beschäftigt und jeder Einsatz, den jeder in sein Dorf hineinträgt, der zahlt aufs Gemeinwohl ein. Und das ist schon Lohn und Fleiß genug, denn damit bewegt ihr viel vor Ort. Unsere Dörfer haben Zukunft. Das wollen wir als Landkreis sichtbar machen. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Wir freuen uns auf eure Bewerbung beim Kreiswettbewerb Unser Dorf hat Zukunft. Was brauchen wir? Erstens motivierte Leute. Zweitens ein Team, das gemeinsam was auf die Beine stellt. Und drittens ein bisschen Kreativität. Und was wir nicht brauchen, sind Orte mit mehr als 3000 Einwohnern, weil das keine Dörfer sind. Wenn ihr also Lust habt, euch zu bewerben, meldet euch beim Landkreis und macht mit. Allen Teilnehmern winken Preisgelder zwischen 2.000 und 5.000 Euro. Also mitmachen, anpacken und Bewerbung einreichen zum Kreiswettbewerb.